für die Glückwünsche. Fühlt sich gut an. In den vergangenen beiden Wochen musste ich jeweils dem Gegner gratulieren. Und das Spiel habe ich als sehr intensiv gesehen. Für beide Mannschaften eine große Herausforderung heute, auch bei den hochsommerlichen Temperaturen, diesen Spagat hinzubekommen, dass du eine gute Balance in deinem Spiel hast, dass du kompakt verteidigst, was wir vorgehabt haben, und aber auch Nadelstiche nach vorne setzen und auch gepaart mit ein Stück weit Angriffspressing. Und wir sind sehr gut in das Spiel reingekommen. Ich glaube, mit ein bisschen Fortune, wenn Sven Michel in der dritten Minute die erste Möglichkeit, wo wir schon ja, das vorher auch sehr gut gespielt haben, nutzen können, dann wäre das für uns sicherlich ein sehr guter Start gewesen. Und ja, so haben wir dann auch noch eine Phase gebraucht, bis wir das 1-0 erzielt haben. Ich denke, zu der Phase des Spiels war es auch verdient für uns. Haben in der ersten Halbzeit, gerade in der ersten Halbzeit, kaum was zugelassen, weil die Mannschaft sehr gut, auch mit den drei Sechsern, mit denen wir gespielt haben, sehr gut die Räume geschlossen haben, sehr gut verdichtet haben und somit wen kaum Möglichkeiten gegeben haben, über ihre variables Spiel mit Anrich und Blacher, die immer wieder in die Lücken reinstoßen wollen. Das wussten wir vorher, das haben wir sehr gut unterbunden. Und somit sind wir meiner Meinung nach auch verdientermaßen mit dem 1-0 in die Pause gegangen. Und ja, nach dem Wechsel, ich möchte gar nicht so tief in die zweite Halbzeit gehen, sondern man muss einfach dann sagen, da musst du den Deckel auf das Spiel machen, hast drei hundertprozentige Möglichkeiten auf Reihe in Abständen vom 4-Minuten-Takt. Wenn du da das 2-0 machst, glaube ich, wird es für wen ganz, ganz schwierig. Haben wir nicht gemacht und somit wussten wir, dass es immer wieder auch brenzlig werden kann, weil Wien halt auch über eine gewisse Qualität, gerade im Offensivspiel, verfügt. Und ja, somit haben wir dann auch die eine oder andere Torchance zugelassen. Ich denke an den Kopfball, ich weiß nicht genau, wer es war, aber den hält Lukas Kruse herausragend. Hatten dann in dieser Phase auch mal das Matchglück auf unserer Seite. Und Elfmetersituation, ein paar Minuten später, kann ich nicht zu sagen, habe die Bilder noch nicht gesehen. Ja, müssen wir die Kröte schlucken und kriegen das 1-1 rein. Und dann Respekt vor meiner Mannschaft, die trotzdem versucht hat, immer wieder mit schnellen Umschaltspielen nach vorne zu kommen, die Räume zu nutzen und sich dann schlussendlich mit dem 2-1 auch selber belohnt hat. Ich glaube, wir hatten heute in Summe das Matchglück auf unserer Seite. Am Ende des Tages war es sicherlich, wenn du so ein spätes Siegtor schießt, war es ein glücklicher Sieg für uns, aber dennoch ein verdienter Sieg. Und riesen Respekt, Kompliment an meine Mannschaft, wie viel sie investiert hat, wie viel sie heute dann auch in Anführungszeichen malocht hat für diesen Erfolg. Und ja, war wichtig für uns als gesamtes Team. Und darauf gilt es jetzt aufzubauen und die nächsten Wochen so weiterzuarbeiten, um sich peu à peu dann zu stabilisieren. Vielen Dank.